Yeah. Im Leben hab ich Glück gehabt, komm aus der Stadt, bekam Kontakt zu Band aus meiner Heimat, die ich seit Jahren angebetet hab. Bei ersten Auftritten als Vorakt auf deren Tour-Gigs sahen im Durchschnitt 1000 Fressen meinen Anblick. 16 Takte Showdown-Feature umging das Problem, dass zu Beginn zu wenig Leute da waren, um meine Show zu sehen. Es geht um Marketing, ich musste nie in Garagen singen, um so bekannt zu werden, um meine erste Maxi in Fahrt zu bringen. Später ging 6000 Platten über den Ladentisch, Angebote flogen ein, den Majors warten nicht. Ich hatte ja schon Presse, stand schon vor der Kamera, wurde somit gehandelt, dass der Newcomer im besagten Jahr. Die ganzen Kids im Game beneiden mich um meinen Fame. Dabei lasse ich nur mit einem Schritt den Rest da draußen stehen. Ich war umgeben von Stars, es ist da arrogant, andere nicht zu grüßen, die wuschen mir niemals die Hand. Ich stand nie allein, da jene Band hat alles geritzt. Stand nach der Jam, rappte ich als Hauptdeck auch bei größeren Gigs. Witterte nichts, außer was sich vor mir angebahnt hat, nämlich dass mich aus dem Schatten jener Band noch nicht gelöst hat. Okay. Ich sitz im gedämpften Licht und grübel angespannt. Wenn die mich fallen lassen, bin ich dann immer noch so bekannt? Vielleicht nicht. Also muss mal schnell eine Lösung her, denn in letzter Zeit ist unsere Beziehung so gut auch nicht mehr. Es gab Streit ums Catering, ihr neuen Chorus soll eine Kette singen. Nicht ich, meine neue Maxi soll ich später bringen. Ihre LP sei raus, sowas nimmt nur Käufer weg. Jetzt sitz ich da, bin kontrollierbar, als wär ich ein Häufchen Dreck. Ein Plan ausgeheckt, die nach dem Tod von Rappern haben nicht selten Talente den Sprung geschafft, um mehr zu melden. Für mich wurde Puffy schließlich auch als Superstar, als Biggie unter der Erde lag und er irgendwie der schwerste war. Ich mach dann sicher ähnlich dick auf I'll Be Missing You, doch eins fehlt und zwar der erste Schritt zu meinem Riesen-Coup. Muttis Küchenmesser ist nicht sicher, durch Connection kam ich letztens an die Waffe, um die Jungs vom Erdenrund zu blasten. Spann den Hahn mit meinem Daumen im Proberaum, aber noch zerplatzen kann mein großer Traum wohl kaum. Ich sah mich oft mit Girls wie Jenny auf Yachten liegen, nach New York zum Shoppen mit anschließender Übernachtung fliegen. Es trennt mich an der Bruchteil von tausendstel Sekunden, dann heißt es einfach abdrücken und Glück gefunden. Klar wird sich einfach wen zu killen, doch was jetzt noch zählt, bin ich. Finger knaubeln abgehoben, weiß Schild. Ja, bitte? Ey, alle, ich bin's, hör mal her, mir fällt's zwar ziemlich schwer. Ich hab in Demos reingehört und eins davon gefiel mir ziemlich sehr. Von so einer Gruppe aus der Nachbarschaft, es wär besser, wenn die's nach dir schafft. Die Typen sind echte Hammer, aber neben die ist echt zu wenig Platz. Sicher. Die Studio-Session mit dir nächste Woche muss ich leider streichen. Aha. Aber deren Maxi aufnehmen, deine werden wir aber ausgleichen. Sicher. Finden dann Datum, ehrlich, die Jungs brauchen Shows. Ey, alle, bist noch dran? Ey, Digga, was los?